Ich begrüße Sie zu unserem Online-Gottesdienst in der Passionszeit. Dieser Gottesdienst orientiert sich an der ökumenischen Friedensandacht, zu der wir seit Kriegsbeginn an jedem Donnerstag 18 Uhr hier in die Lutherkirche einladen. Nun lasst uns miteinander Gottesdienst feiern im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns beten. Wir verwenden Worte des 121. Psalmes. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Christus hat uns den Heiligen Geist gegeben. Zu ihm rufen wir, komm und erbaue das Reich Gottes in Gerechtigkeit. Herr, erbarme dich. Komm und schenke allen Völkern den Frieden. Herr, erbarme dich. Komm und erneuere das Antlitz der Erde. Herr, erbarme dich. Lasst uns stille sein. Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater, von Jesus Christus, unserem Bruder und vom Heiligen Geist. Amen.
Liebe Gemeinde, liebe Schwestern, liebe Brüder, es ist Frühling. Die Sonne scheint. Und eigentlich sollten wir fröhlich sein und unser Herz leicht, aber unser Herz ist schwer. Nachrichten von Zerstörung, Trauer, Angst, Fassungslosigkeit. Corona, die Seuche, die uns immer noch im Griff hat. Und dazu nun auch noch der Krieg mit all den Folgen auch hier bei uns. Die Flüchtlinge, die ankommen. Und damit verbunden die ganz naheliegenden Fragen, wie wird das sein mit Quartieren und mit Essen? Wie wird das eigentlich sein mit Unterricht? Wer soll die Hunderttausende von Kindern unterrichten, die jetzt in Mittel- und Westeuropa ankommen? Es fehlen jetzt schon überall Lehrer und die Klassenräume sind zu klein. Wir haben Sorgen vor den steigenden Kosten. Die Inflation, wie wird das werden hier bei uns? Wie wird das weltweit werden, wenn so ein großer Getreideexporteur wie die Ukraine den Weltmarkt nicht mehr so beliefert, wie das in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten war? Wenn Getreidepreise sich verdoppeln, dann wird das für uns spürbar sein. Aber wir werden das verkraften können. In anderen Teilen dieser Erde wird es zu Hungersnöten führen und dann wieder zu neuen Flüchtlingsströmen. Angst. Angst vor dem, was vielleicht kommt und Angst vor dem, was vielleicht kommen könnte. Unser Herz ist schwer, unser Herz ist betrübt. Wir wollen das alles gar nicht mehr wahrhaben. Wie gerne flüchten wir uns in Bücher oder in Filme, die mit Corona und mit Krieg nichts zu tun haben. Es ist Frühling, man sollte aufbrechen und fröhlich sein, doch die Welt fällt in den trübsinnigen, nebligen, grauen Herbst und Winter. So wie wir uns heute fühlen, so hat sich auch der Prophet Elia gefühlt. Es gab Streit mit der Königin Isabel. Elia ist dabei nicht unschuldig geblieben. Er fürchtet nun Strafe und den Zorn der Königin. Er flieht. Er flieht letztlich in die Wüste, setzt sich unter einen Busch und will sterben. Es ist genug. Es ist genug, Gott, lass mich gehen. Ich bin nicht besser, als meine Vorfahren waren. Ich habe dieselben Fehler gemacht. Ich bin an denselben Problemen gescheitert, an mir selbst und meinen Ansprüchen. An der Realität dieser Erde, es ist genug, lass mich gehen. Elia schläft ein. Und während seines Schlafes kommt ein Engel, stellt geröstetes Brot und einen Krug Wasser hin. Als Elia wach wird, isst er und trinkt er und wieder schläft er ein. Der Engel kommt ein zweites Mal zu Elia. Wieder mit Brot und Wasser. Und diesmal spricht er Elia an. Steh auf, iss und trink, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und Elia steht auf, isst und trinkt und bricht dann auf. Auch wir haben heute genau zwei Möglichkeiten. Zu resignieren, zu sagen, das hat doch alles keinen Zweck. Sich in eine heile Scheinwelt zu flüchten oder aufzustehen, zu essen, zu trinken, sich zu stärken und dann loszugehen. So wie der Engel das dem Elia ans Herz legt. Steh auf, iss und trink, denn du hast einen weiten Weg vor dir. In dieser Situation, liebe Schwestern, liebe Brüder, in dieser Situation sind wir heute ganz genauso. Flüchten wir uns in eine
heile Scheinwelt, sagen, es ist genug? Oder lassen wir uns stärken? Essen wir und trinken wir, sodass es dem Körper gut geht? Und vor allen Dingen stärken wir auch unsere Seele. Mit Musik, durchaus auch vielleicht mit Büchern oder mit Filmen, in denen Krieg und Corona überhaupt keine Rolle spielen, in denen wir zur Ruhe kommen können. Stärken wir uns in der Ruhe im Gebet, hier in einer Kirche? Essen wir, trinken wir, denn wir haben einen weiten Weg vor uns. Die Menschen, die auf der Flucht sind, die brauchen unsere Hilfe. Wir sind in der Lage, ihnen zu helfen. Wir sind in der Lage, zu spenden, Geld und Sachspenden, Menschen aufzunehmen, sie zu begleiten in der schweren Lage, in der sie jetzt sind. Steh auf, iss und trink, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Elia damals ist aufgestanden. Er hat gegessen und getrunken und er ist losgewandert. Die symbolischen 40 Tage durch die Wüste. Ein weiter Weg. Und am Ende dieses langen Weges, das werden Sie wissen, liebe Schwestern, liebe Brüder, am Ende dieses langen Weges, den Elia geht, begegnet er Gott. In einer Höhle am Horeb zieht Gott vorbei und er nimmt ihn wahr in einem sanften, stillen Säuseln. Nicht, weil er aufgegeben hat, sondern weil er aufgestanden ist. Sich hat stärken lassen an Leib und Seele und den weiten Weg gegangen ist, den Gott ihm befohlen hat. Uns geht es wie dem Elia. Auch wir sollen aufbrechen. Ein weiter Weg liegt vor uns und wir sollen uns stärken. Gott verspricht uns, auf diesem Weg mit uns zu sein. Auf dem Weg zu seinem Frieden, zum Frieden auf dieser Erde. Amen. Ich möchte Sie einladen, dass wir miteinander beten. Hier in der Lutherkirche gibt es eine Gebetswand, an der Gebete angepinnt werden, die Menschen gebetet haben zu den Friedensandachten. Dinge, die sie bewegten. Ich möchte Sie einladen, dass Sie während der Fürbitten ruhig werden und vor Gott das bringen, was Ihnen jetzt das Herz schwer macht. Das, was ihnen Hoffnung gibt, das, was sie verstehen und das, woran sie verzweifeln. Wenn Sie mögen, können Sie Ihre Anliegen auch aufschreiben, hier in den Kommentaren oder uns eine E-Mail schicken und dann würden wir Ihre Gebetsanliegen auch ausdrucken und auch mit an unserer Gebetswand befestigen.
Die Gebete, die sich dort sammeln, werden immer wieder auch in den Gottesdiensten am Sonntag in die Fürbitten aufgenommen. Und nun lasst uns beten. Die einzelnen Anliegen werden aufgenommen mit dem Kyrie Eleison. Herr, wir legen das Schicksal unserer ganzen Welt in deine gütigen Hände. Hilf uns in dieser schweren Zeit. Möge das Friedenslicht in die Herzen derer leuchten, die große Verantwortung tragen. Wir vertrauen dir, dass du die Schuldigen zur Umkehr rufst, dass du den Menschen in der Ukraine den Weg in die Zukunft weist, dass du den Verantwortlichen Weisheit schenkst, dass du den Menschen in allen Kriegsgebieten der Welt Zukunft schenken willst. Wir rufen zu dir. Ich stehe hier und rufe zu dir, Ewiger. Gib den Friedensstiftern Kraft. In der Stille kann nun jede und jeder vor Gott bringen, was einen selber bewegt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun geht in diesen Tag unter dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen ewigen Frieden. Amen. Nun wünsche ich Ihnen einen gesegneten, friedlichen Tag.
Ich hatte am Anfang des Gottesdienstes darauf hingewiesen, auf die ökumenischen Friedensandachten, jeden Donnerstag, 18 Uhr. Auch wenn Sie nicht hier zur Lutherkirche kommen können, Sie können sich diesen Ablauf unter dem Link herunterladen und mit uns gemeinsam beten. Wir laden Sie auch ein, Fürbitten zu schreiben, entweder unten in die Kommentarleiste oder uns eine E-Mail zu schicken. Auch die E-Mail-Adresse blenden wir unten mit ein. Diese Fürbitten werden dann in den Sonntagsgottesdiensten mit aufgenommen und auch in den Friedensandachten jeden Donnerstag. Bleiben Sie behütet. Auf Wiedersehen.